für heute. Das kommt aus den Maximinterpretationen. Der Sprache liegt zwar die Verstandes- und Vernunftsfähigkeit des Menschen zum Grunde, aber sie setzt bei dem, der sich ihrer bedient, nicht eben reinen Verstand, ausgebildete Vernunft, redlichen Willen voraus. Sie ist ein Werkzeug, zweckmäßig und willkürlich zu gebrauchen. Man kann sie ebenso gut zu einer spitzfindig verwirrenden Dialektik wie zu einer verworren, verdüsternden Mystik verwenden. Man missbraucht sie bequem zu hohlen und nichtigen prosaischen und poetischen Phrasen. Wir wollen uns das zu Herzen nehmen und da wir unsere Sendung schon nicht mit einer Premiere beginnen konnten, wollen wir sie wenigstens mit einer solchen beenden. Premiere hat die Aspekte Sprachglocke, in der ab sofort in unregelmäßigen Abständen Sprachverhunzungen aufgegriffen und abgewogen werden sollen. Unser Autor, Gerd Dampmann, hat deshalb der Reihe den Titel gegeben, Das Zünglein auf der Waage. In unserem Programm, verehrte Zuschauer, konnten Sie kürzlich hören, die Regierungschefs der Bundesrepublik und der DDR seien zu 4 Augengesprächen zusammengetroffen. Früher einmal fanden unter Politikern vertrauliche Gespräche statt, Gespräche unter 4 Augen. Neuerdings, im 4-Augen-Gespräch, sitzen die Politiker offenbar stumm zusammen und konferieren nur noch in der Augensprache. Vielleicht haben ihnen die Ergebnisse ihrer Politik die Stimme verschlagen. Gipfeltreffen sind in Mode, nicht nur unter politischen Hochalpinisten. Auch Kreisverbandsvorsitzende veranstalten heutzutage ihr Gipfeltreffen oder doch wenigstens ihr Spitzengespräch. Je dürftiger der Inhalt, desto wichtiger das Etikett. Worüber auf Gipfeltreffen und in Spitzengesprächen geredet wird? Leider nicht über schlechtes Deutsch. Vielleicht über das Minuswachstum der Wirtschaft, was noch immer nach Wachstum klingen soll, während es sich doch in Wahrheit um Schrumpfung handelt. Oder über den Nulltarif, der noch immer ein bisschen nach Bezahlung klingt, wo das Wort kostenlos ehrlicher wäre. Kostenlos für die Benutzer und für die Politiker, die so etwas beschließen, natürlich nicht für die Steuerzahler. Und auch die Nulloption auf die Nachrüstung gehört als neue Sprachschöpfung zu jenen schillernden Begriffen, weil damit der Verzicht auf eben jene Nachrüstung verschleiert wird. Für eine Abrüstung oder für den Verzicht auf eine verstärkte Aufrüstung gibt es gute und ehrenwerte Gründe. Doch wer die besseren Argumente auf seiner Seite weiß, sollte die Wahrheit ruhig beim Namen nennen. Denn wo die Worte nicht stimmen, ist meistens auch die Sache faul. Der Tiger hetzt die Meute, verehrte Zuschauer. Und das natürlich, wie es sich für einen richtigen Actionfilm gehört, mit handfesten Überraschungen und rasanten Autoverfolgungsjagden. Dass dabei korrupte Beamte, Alkoholschieber und Mörder auf der Strecke bleiben, versteht sich von selbst. Spannende Unterhaltung also zu mitternächtlicher Stunde mit Burt Reynolds in einem amerikanischen Spielfilm aus dem Jahre 1972.